Tankpuder für die Muskelmasse. Rohe Eier, um Klischees zu bedienen. Und Nägel für die Härte. Natürlich will ich, dass du das isst. Es steigert die Leistung und das brauchst du morgen. Gary? Auf geht's, Gary. Wir müssen anfangen, hart zu trainieren. Und zwar sofort. So, Sportsfreund, als erstes trainieren wir ein paar Sprints. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, Gary, mach schon. Los, los. Du hast es drauf. Gary? Was soll denn das jetzt? Morgen ist der Tag der Entscheidung. Du musst trainieren, wenn du gewinnen willst. Das ist wie Pflaster abreißen. Und voilà. Na, was meinst du, Gary? Los, probier sie mal aus. Komm her, komm zu SpongeBob. Oh, deine ersten Schritte. Mein Schneckchen wird erwachsen. Und jetzt machen wir es etwas schwieriger. Oh, gar nicht schlecht. Und kannst du das hier? Wie ein echter Profi. Der Schüler ist besser als sein Meister geworden. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Hört endlich auf mit der Katzenmusik! Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Und nun zu etwas Poesie. Von Gary. Miau, miau, miau. Er formuliert unnachahmlich. Miau. Mach schon! Wenn der sich nicht beeilt, haben wir keine Zeit mehr für das Hauptprogramm. Nicht jetzt, Gary. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Lass mich in meine offenen Schnürsenkel einfach in Ruhe. Also gut, ich höre dir ja zu. Ja? Wow! Gary, das gibt's ja nicht. Du kannst wirklich Schuhe binden. Heiliger Haifisch, wie hast du denn das gelernt? Und das wird wohl Garys Traum sein. Das muss ich mir ansehen. Oh! Wow, jede Menge Bücher. Ich frag mich, wo Gary ist. Gary! Hä? Entschuldigen Sie, Sir, haben Sie... SpongeBob? Gary? Was fällt dir ein, ins heilige Reich meiner Träume einzudringen? Donnerwelle, du kannst ja reden. Im Traum ist man nicht an irdische Beschränkungen gefesselt. Was heißt denn das bitte? Komm. Seit jeher betrachtet man Träume als Fenster zu anderen Welten. Stört mich nicht im vollkommenen Traum durch des Lichtes blassen Schein, doch richtet mir die täglich Nacht für seine Rückkehr ein. Das ist von Emily Dickinson. Wer ist denn das? Hier ist etwas auf deinem Niveau. Einst lebte ein Mann in Peru, dem träumte, er aß seinen Schuh. Er erwachte voll Schreck und der Schuh, er war weg und der Schnürsenkel gleich mit dazu. Toll, du bist wirklich schlau. Dachtest du, in meinem Schneckenhaus befindet sich nur heiße Luft? Naja, danke jedenfalls für die Info. Ich gebe dir dann meinen eigenen Traum. Und behalte deine Augen bei dir, du kleiner Discodermius. Oh,
Hör auf, der Vergangenheit nachzutrauern. Sieh es doch endlich ein. Damit tust du dir nur selber weh. Es ist so, weil Gary es so will. Und was Gary will, bin ich. Oder Gary? Hä? Der mag mich wohl nur wegen meiner Hose. Nicht ganz, Patrick. Er will bloß den Keks in deiner Tasche. Gary? Ich grüße dich, geehrter griesgrämiger Herr. Ich habe ihm ein Übersetzungshausband gekauft. Warum willst du überhaupt mit dem reden? Das will doch jeder Tierbesitzer. Ich habe Gary gefragt. Diese Wände, dieser Teppich. Tja, Gary hat wohl einen hochentwickelten Sinn für Inneneinrichtungen. Ach wirklich? Dann muss ich ihm ja alles ganz genau zeigen. Hey, wartet! Ja, hier oben erwarten dich nun meine wahren Meisterwerke, verborgen vor den Augen einer ignoranten Öffentlichkeit. Mau! Oh je, der naive Kopffüßlerstil. Mau! Nicht gerade raffiniert. Sieh her! Geschmacklos. Was sagst du da? Keine Angst, ich schreib mir das alles auf. Spüre, wie die Erleuchtung dich durchströmt. Du siehst dir so einen Quatsch an? Wieso? Was ist daran falsch? Wahrscheinlich nichts. Zumindest braucht man kein Hirn dafür. Komm, Papa Bob, lass uns gehen, bevor der schlechte Geschmack hier noch auf uns abfärbt. Ach nein, wirklich jetzt schon? Sei nicht traurig, wir kommen bald wieder. Einer der Trainer scheint tatsächlich auf die Rennstrecke zu rennen. Tja, und das bedeutet Disqualifikation. Und Nummer 6 hat das Rennen so gut wie gewonnen, meine Damen und Herren. Komm schon, Schnelli, du schaffst das, Baby. Oh, Gary, es tut mir so leid. Warum hast du nicht gesagt, dass es zu viel für dich war? Hast du? Oh, Gary, warum hast du nicht gesagt, dass ich dir nicht zuhöre? Hast du? Oh, Gary. Ah, Gary. Was? Oh, Gary? Mann, oh Mann, also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Die in Führung liegende Schnelli hat umgedreht, um ihren Rivalen Gary zu trösten. Tja, sieht ganz so aus, als ob wir verschwägert wären. Sie fangen an aufzuhören. Hör bloß nicht auf zu klappern!